Mein Name ist Janis Nagel, ich studiere medizinische Informatik an der Fachhochschule Dortmund und wohne auch in Dortmund. Medizinische Informatik ist eigentlich das Studienfach, wo man mit Hilfe der Informatik die Medizin unterstützen soll. Und deswegen ist Medizin auch nur ein kleiner Teil, weil ich muss halt schon wissen, wie medizinisch einige Sachen vonstatten gehen, zum Beispiel also wie macht eine Krankenkasse oder ein Arzt eine Abrechnung an einen Patienten oder so. Aber ich muss nicht genau wissen, was letztendlich da medizinisch dahinter steht, sondern ich muss wissen, was informatiktechnisch dahinter steht, um die Arztpraxis oder das Krankenhaus dann mit Hilfe des Computers unterstützen zu können. Ich wollte schon immer was mit Computern machen, das war mir eigentlich von vornherein klar. Und dann habe ich halt gesehen, dass die Fachhochschule Dortmund Informatik anbietet in drei verschiedenen Bereichen: Wirtschaftsinformatik, medizinische Informatik und praktische Informatik. Und ich habe mir die drei Studiengänge da angeguckt und habe geguckt, was interessiert mich eigentlich am meisten. Und eigentlich war dann relativ schnell klar, dass ich irgendwie medizinische Informatik machen möchte, weil Medizin hat mich schon immer ein bisschen interessiert und ich fand, das war ein sehr, sehr guter Split, so wie ich es ja angehört habe, zwischen Informatik und Medizin. Medizinische Informatik ist nicht nur ein Bereich, in dem man hintergehen kann, sondern es gibt verdammt viele Bereiche. Das ist zum Beispiel einmal die EDV in Krankenhäusern, also das soll jetzt auch mal mehr eingeführt werden, die medizinische oder die elektronische Patientenakte, womit man schneller oder die Ärzte schneller Zugriff auf gewisse Informationen haben. Das ist der eine Teil, der immer mehr in Krankenhäusern eingeführt werden soll, dass alles mehr elektronisch ist und dadurch die Kommunikation schneller geht und man sehr, sehr viel Zeit sparen kann. Dann gibt es aber auch den Bereich zum Beispiel der Pharmaindustrie, die ja beweisen müssen, dass ein Medikament wirkt. Und das macht man mit Hilfe der Statistik, aber die statistischen Formeln sind so komplex, dass man eigentlich heutzutage die nicht mehr per Hand ausrechnen kann. Man braucht also einen Computer dafür. Das ist dann eigentlich auch wieder medizinische Informatik. Und dann gibt es noch den Teil der digitalen Bildverarbeitung oder Signalverarbeitung, wo es darum geht, mit Hilfe von Computern Bilder, die man bekommt und verzerrt wurden durch unterschiedliche Einflüsse, wieder herzurichten. Also das Röntgenbild ist ein sehr, sehr gutes Beispiel. Das allererste, was gemacht wurde, wurde mit extrem hoher Strahlendosis gemacht, war aber ein total schlechtes Bild. Und heutzutage haben wir halt extrem wenig Strahlendosis und trotzdem ein extrem gutes Bild, weil man mit Hilfe von Computerprogrammen dieses Bild halt aufbereitet und dann man ein sehr, sehr schönes Bild hat, ohne wirklich dem Patient jetzt die volle Röntgenstrahlung zu geben. Dass immer mehr optische Unterstützung oder auch aktive Unterstützung in den OP-Raum mit soll, dass zum Beispiel auch ein Chirurg eine Handbewegung machen kann, dann sieht er das nächste Bild, das vorige Bild und halt, weil man kann ja als Chirurg, der ist ja sehr, sehr eingebunden in dem, was er tut. Er kann ja nicht einfach Skalpell weglegen, irgendwohin ein neues nehmen, ich gehe dann mal an den Computer. Das muss ja alles sterilisiert ständig bleiben und er hat ja auch nur zwei Hände und ihn da zu unterstützen, das war so etwas, was mich sehr, sehr interessiert hat.